Hallo zusammen, hier sind wir auf der Anlage des TSC Renningen, in diesem Jahr Nebenanlage. Wir haben den Aufbau schon soweit vorbereitet, jetzt brauchen nur noch die Spieler kommen. Wir machen mal gleich anschließend einen kleinen Schwenk, dass ihr euch das vorstellen könnt, wie es hier genau aussieht. Wir erwarten in diesem Jahr 280 Spieler und Spielerinnen aus der ganzen Welt. Es sind 44 Nationen, die dieses Mal antreten. Und hier in Renningen spielt von Freitag bis Sonntag, also den kommenden Freitag bis Sonntag, das deutsche Ranglistenturnier. Und ab Samstag werden hier die Qualifikationsspiele von Tennis Europe stattfinden, in den Altersgruppen U14 und U16, genauso wie beim deutschen Ranglistenturnier auch. Die Renninger Anlage wird genutzt bis zum Mittwoch. Ab da spielt sich alles anschließend in Rudesheim ab, wo wir nachher noch hingehen werden und euch auch die ersten Eindrücke darüber geben werden. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß jetzt beim kleinen Rundgang und hoffentlich auf einen zahlenkräftigen Besuch bei uns auf den Anlagen. So, hier sind wir jetzt auf der diesjährigen Hauptanlage in Rudesheim. Die Spiele, Qualifikationsspiele, beginnen hier auch am Samstag für das Tennis Europe Team 14- und 16-Jährigen. Und ab Sonntag fängt dann die Qualifikation der ITF an. Die Spiele sind durchgängig hier von Samstag bis Samstag. Das heißt, wenn ab Mittwoch die Spiele in Renningen beendet sind, findet sich das ganze Turniergeschehen auf der Anlage in Rudesheim wieder. Geplant sind die Endspiele für Tennis Europe für den Freitag. Da erwarten wir insgesamt 8 Endspiele. Und die Endspiele der ITF sind für den Samstag geplant. Das dürften dann noch 4 sein. Änderungen natürlich vorbehalten. Das ist immer ein bisschen vom Wetter abhängig und auch von dem Teilnehmerfeld, wie wir die Spiele alle durchbekommen. An Events sind hier in Rudesheim geplant am Sonntag, also jetzt an dem kommenden Sonntag. Ab 16 Uhr laden dort die Weingärtner von Esslingen, Teamwerk Esslingen ist die neue Bezeichnung von ihnen, zu einer Weinprobe ein. Die Weine können dann anschließend die ganze Woche hier natürlich weiter gekostet werden im Catering-Bereich vom TC Rudesheim. Und am Mittwochabend ist geplant ein lockeres Beisammensein der Vereinsmitglieder. Gäste von draußen sind ebenso herzlich willkommen, natürlich auch Turnierteilnehmer. Aber wir werden da keinen großen Aufwand betreiben, leichte Hintergrundmusik, einfach nur ein gemütliches Beisammensein. Ansonsten könnt ihr euch jetzt schon mal einen kleinen Eindruck verschaffen über die Anlage. Wir sind hier gerade mitten im Aufbau. Damit wurde gestern gestartet und die Helfer, die werden wahrscheinlich noch über das ganze Wochenende zu tun haben, um hier alles fertigzustellen.